Palim, ich habe Post bekommen von der lieben Elfriede. Die Kinder haben schon ausgepackt und sind damit direkt nach oben gezockelt. Das heißt, ich habe jetzt leider keine Chance mehr, an die Sachen ranzukommen. Sie hat wieder ganz zauberhafte Kleidchen für die Puppen genäht und Socken für die Puppen gehäkelt und eine Mütze und noch ein Kleidchen gehäkelt und eine Jacke gehäkelt. Also super viel war das. Und zwei ganz zauberhafte Eulentaschen dazu. Ja, wie gesagt, leider sind die Kinder jetzt damit nach oben verschwunden und ich kriege das Zeug nicht ran. Ich gucke mal, dass ich vielleicht heute Abend mir die Sachen mopse und dann ein Foto davon auf Instagram stelle. Dann könnt ihr das wenigstens mal sehen, was die Elfriede wieder Zauberhaftes vollbracht hat. So, und ich sehe schon, ich habe wieder ganz viel Stoff bekommen. Ja, oh ja, aus diesen beiden Stoffen hat sie so große Taschen für die Kinder genäht. Mit Täschchen vorne noch mal dran. Oh, das ist so schön geworden und ich freue mich total über die Reststoffe. Die sind so niedlich, diese Eulen. Ein Blau ist für Marlene gewesen und das Grüne war für Emilia. Und hier ganz viel von dem rosafarbenen Stoff. Super. Ja, ich habe meine Nähmaschine rausgekramt. Sie steht jetzt hier schon unter meiner Bank. Bald bin ich soweit, dann wage ich es. Aber ich glaube, das sage ich schon seit 2, 3 Jahren. So, und jetzt sind hier noch ganz viele, guckt mal, wie schön, ganz viele süß verpackte Päckchen. Sag mal, das hast du aber nicht selbst gehäkelt, oder? Weil dann schnalle ich total ab. Bitte sag mir, dass du das nicht selbst gehäkelt hast. Auch wieder so ein tolles Geschenkpapier. So. So viele Päckchen waren da noch drin. Und dann sehe ich hier was Selbstgebasteltes. Ach, wie schön. Und zwar so ein Federzauberstab. Ach, das ist ein Schaschlikspieß. Oh Gott, und den hast du fein säuberlich mit so einem Textilband umklebt. Ach, es sind mehrere Schaschlikspieße. Was für eine coole Idee. Und dann da einfach schöne Perlen aufgespießt und ein paar tolle Federn dahinter. Super. Auf sowas stehe ich ja, ne? Und die Kinder ja auch. So, es kommt hier direkt an meinen Schreibtisch. Und ich habe noch einen Paper Pop bekommen. Ah, hast du gegossen? Guck mal, was für ein niedliches Einhorn. Da hast du das auch gemacht. Boah, das finde ich toll. Super Ideen hast du. Von hinten ganz schlicht, einfach nur darüber geklebt, damit die Rosette gut hält. Schön. Total gute Idee. Das gefällt mir richtig gut. Das Einhorn ist süß. War das dein erster Gießversuch? Das ist echt schön. Ja, ein paar Formen bekommst du von mir. Ich habe tatsächlich gerade angefangen, alles zu verpacken. Ich bin nämlich endlich soweit fertig mit deinem Buch. Ich habe es sogar schon abgefilmt. Ja. So, und jetzt bin ich halt gerade dabei, das ein bisschen ansehnlich im Karton anzurichten und zu verpacken, wie gesagt. Und ich denke, morgen kann ich es endlich zur Post bringen. Es wird ja auch Zeit. So, ich lese mal eben die Post. So, da bin ich wieder. Post gelesen. Guckt mal, was für eine hübsche Karte. Richtig schön, gefällt mir ganz, ganz toll. Doofes Deutsch, ne? Aber sie gefällt mir sehr gut. Elfriede, du bist viel zu lieb, ehrlich. Sie schreibt, dass sie noch mehr Puppensachen machen wird. Und dass sie sich immer freut, wenn sie was machen kann. Und ja, wir freuen uns, wenn, also die Kinder besonders natürlich, ne, freuen sich immer über Puppenkleidung, weil ich ihnen auch immer sage, ja klar, und ich kann dir ein Mützchen häkeln, aber letzten Endes dauert es dann doch Ewigkeiten, bis ich dann mal dazu komme, weil einfach so viel drumherum ist. So. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass du so eine Häkel- und Strick- und Nähwahnsinnige bist und meine Kinder so reich beschenkst. Das ist mir sofort ins Auge gefallen. Für Pina, für Regen. Oha. Ist das ein Regenmantel? Hast du einen Regenmantel genäht? Ich bin voll gespannt. Oder hast du ihr Gummistiefel gemacht? Lacht nicht, Leute, gibt es wirklich. Sucht mal bei YouTube nach Jack Russell Terriern
Und Schuhe oder Regenschuhe oder sowas. Es gibt wirklich so ein paar Videos dazu. Und die Hunde, die laufen total bescheuert da drin. Das sieht immer voll witzig aus. So, ach, die Schere klebt. Ich habe einen Frosch im Hals und der will nicht raus. Es tut mir leid, liebe Leute. Noch so ein toller Mantel. Oh, richtig schön. Voll toll, dass du das mit Gelb abgesetzt hast. Das steht ihr nämlich richtig gut. Und auch wieder so toll mit, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Das ist doch Vlies, oder? Dieses ganz weiche. Oder ist das Biber? Wie Biber-Bettwäsche. Ich weiß es nicht, aber ihr seht es ja schon, ne? Es ist ganz kuschelig und weich. Oh, wie toll. Guckt mal. Von innen in dunkellila und von außen in zartrosa mit Gelb. Super! Ja, wir hatten nämlich schon das Problem, dass sie im Regen nicht raus wollte. Dann habe ich ihr das tolle Mäntelchen von Elfriede angezogen. Fand sie super. Die ist sofort mitgelaufen. Es war auch egal, dass der Mantel hinterher klatschnass war und sie war genauso nass. Hauptsache, sie hatte das Ding an und lief. Ja, aber dann stand ich da. Am nächsten Tag regnete es wieder und ich hatte kein Mäntelchen mehr, weil es nicht trocken war. Und jetzt habe ich ein zweites und ich freue mich so. Oh, danke schön. Das ziehe ich ihr gleich an. Da wird sie sich sehr freuen, Elfriede. Und ich freue mich auch. So. Die Schere ist doof. Damit habe ich gerade dieses, wie heißt denn das? Abstandsklebeband, Schaumkleber, Gedöns, 3D-Klebeteile geschnitten. Jetzt klebt der ganze Kleber an der Schere. Das ist eine Tasche mit Anhänger. Guckt mal. Oh, wie schön. Ach, das hast du ja schlau gemacht. Eine Eulentasche. Ist die für mich? Weil die Kinder haben ja schon eine. Die behalte ich, wenn dir das. Boah, guckt mal. Und die kann man riesig groß machen. Was für eine tolle Idee. Oh, und hier drin noch mal zwei kleine Fächer. Super. Da würde ein Bobbel reinpassen, oder? Bestimmt passt da ein Bobbel rein. Habe ich nicht gerade. Okay, jetzt habe ich natürlich nur einen Übergröße hier. Ja, 1500 Meter. Guckt mal, 1500 Meter Bobbel passt rein. Wie cool ist das denn? Okay, zu geht's nicht, aber das brauche ich ja eh nicht, weil wenn er da drin ist, dann arbeite ich ja damit und dann kann ich da die Häkelnadeln reinpacken. Oh, wie toll. Kriege ich das da auch noch zu? Ja, ich habe ja nicht so viele in 1,5. Wahnsinn. Oh, die ist so schön. Da freue ich mich, da freue ich mich. Oh Mensch, dieser blöde Frosch. Den ganzen Tag habe ich nichts, ne? Will ich ein Video machen, habe ich einen Frosch im Hals. Oh. Und das finde ich auch voll cool. Auf der einen Seite blau und auf der anderen grün. Es scheint, du kennst mich sehr gut, weil ich kann mich ja nie entscheiden, was ich schöner finde. Oh, danke schön. So, das kommt da wieder dran. So. So. Nein. Ah, jetzt ist es abgerutscht. Jetzt bleib doch da. Komm schon, jawohl, jetzt ist es dran. Schön. Oh, ich liebe deine Taschen. Du machst so tolle Taschen. Die große Tasche aus dem Hundestoff, mit den weißen und schwarzen Hunden, die tolle, die du mir gemacht hast. Hier, die hier in groß, habe ich schon mit zur Arbeit genommen. Da habe ich dann das ganze Pina-Zeug reingepackt, also ihr Körbchen und so weiter. Und ich hatte ganz viele neidische Blicke. Ja.
Das macht richtig Spaß, mit der Tasche durch die Gegend zu laufen. Auch beim Einkaufen. Die hast du so schön groß gemacht, da passt ja unendlich viel rein. Ja, ich liebe sie. So, jetzt bin ich gespannt, was hier drin ist. Das ist sehr hart. Eine Dose oder sowas? Nee, die Schere tut's nicht. So geht's besser. Ist die schön geworden. Es ist tatsächlich eine Dose, eine Holzdose. Guckt euch die mal an. Oh, ist die schön. Wie niedlich die Katze mit dem Fisch. Ach, wie schön. Und guckt mal an den Seiten noch mit. Wieso fällt mir denn nie ein, wie dieses Band hier heißt? Also mit Band, ihr seht es ja, und Glitzerstein. Boah, da hast du dir aber viel Arbeit gemacht. Ich mag es gar nicht umdrehen. Ja, von unten hast du es auch nochmal mit diesem Papier hier ausgekleidet. Richtig schön. Eine tolle Box. Oh. Oh, super. Du hast noch mehr von diesen, ja, Gips oder was auch immer. Von diesen Herzanhängern gemacht. Wie schön. Und ich sehe schon, du hast einen Shaker gemacht. Fimo könnte es auch sein, ne? Guckt mal. Ach, wie niedlich. Und da hast du wieder welche mit Harz gemacht. Wie schön. Ja, das Licht ist ein bisschen anders. Normalerweise filme ich da und jetzt bin ich halt ganz rechts. Da ist es nicht so gut ausgeleuchtet. Aber ich denke, ihr seht alles. Ach, wie schön. Oh, das gefällt mir so gut. Richtig toll. Guck mal, noch so ein schöner Stern. Super. Und ein ganz schwerer Shaker. Guck mal, mit so einer dicken Rose da drin. Ah, oh, wie schön. Guckt mal. Ich liebe das Geräusch. Ich weiß gar nicht, warum ich meine Shaker immer mit Öl mache. Ich finde das voll toll, wenn man das schüttelt und dann dieses Klappern hört. Ja, die schüttel ich gleich ab. Schön geworden. Richtig toll. Oh, klasse. Ich lege die auch direkt hier wieder rein, weil hier sind sie sicher. Oh. Ja, doof, dass ich mir nicht gemerkt habe, wie du sie hier angeordnet hast. So. Richtig schön. Ja, die quetsche ich jetzt besser nicht zu. Eine Wunderdose. Oh, hier rappelt es auch. Bloß nichts kaputt schneiden hier. Ah, cool, die kann ich mir abfummeln. Die finde ich richtig schön. Ah, oh, du hast eine Tasche gehäkelt. Aber sag mal. Hast du das alles auf Vorrat oder hast du das alles gehäkelt, seitdem du das letzte Päckchen geschickt hast? Das ist ja echt Wahnsinn, wie schnell du bist. Ich dachte, ich könnte schnell häkeln, ja? Wenn ich so im Flow bin, dachte ich, bin ich eine schnelle Häklerin. Aber du brichst ja alle Rekorde. Oh, das fühlt sich toll an. Oh, da ist was drin. Hört sich an wie Pailletten oder so. Ah, dieses Band vom Action.
fühlt sich echt toll an. Dann mit so einem hübschen Knopf, guckt mal. Hier eine Blume mit Knopf. So, wartet, ich krieg's gleich auf. Oh, du hast noch mehr Shaker gebastelt. Ach, wie cool. Ja, guck. Die liebe Elfriede benutzt auch Verpackungen. Das finde ich richtig gut. Ein richtig schöner Eisshaker. Super. Ah, das sind doch bestimmt, huch, Kamera, da. Das sind doch bestimmt Zuckerperlen, oder? Warte, ich klopfe euch da mal raus. So, nein, oh, ich habe es undicht gemacht. Ich klebe es gleich wieder zu. Bitte entschuldige, ich wollte es nicht kaputt machen. Voll schön. Moment, ich muss mal eben kleben. So, es ist abgedichtet, jetzt hält es wieder. Ja, ich habe es gewölbt, damit da die Zuckerperlen wegkommen und dadurch hat es sich dann unten gelöst. Ich bin halt manchmal ein Trampel. So, oh, das finde ich auch schön. Guckt mal diesen tollen Planeten hier an mit den Sternen, die ihn umkreisen. Toll. Dann ganz viele Steinchen und Sterne drin. Super. Ja, die finde ich schön. Darf ich die weiterverwerten? Ich würde vielleicht gerne ein oder zwei auf eine Karte mit drauf machen, weil ich finde die echt toll. Oder bist du mir dann böse, liebe Elfriede? Also ich handhabe das halt immer gerne so, dass ich eben auch Sachen weiterverarbeite oder dann auch mal weiter verschenke. Das hat auch nichts damit zu tun, ob ich die Sachen mag oder nicht. Aber ja, ich bearbeite es halt gerne. Oh, die Puppenmütter sind da. Oh, wie schön. Die haben ihre Babys angezogen und haben alle Sachen mitgebracht. Also alle neuen Sachen. Alle neuen Sachen, alles die klar. Die haben nicht reingepasst. Ja, das war ja auch wirklich viel. So, wartet mal. So, Puppenmutter Nummer 1, komm mal hierher. Ich? Ja, schaffst du es hier? Warte, ich mach den Karton mal weg. Hast du deine Puppe die Schuhe ausgezogen? Ich hab die hier So, dann bring mir mal dein Baby. Ist das das Neue? Die Jacke nicht, das Kleid nicht. Aber die Mütze, ne? Das ist von mir. So. Aber ich habe hier drin noch alles. Die Mütze ist von mir. Ja, das ist die gelbe, die du heute bekommen hast, ne? Ich habe hier drin noch alles. Marlene, warte, nicht so schnell auf einmal. Also, wir haben hier eine zauberhafte gelbe Puppenmütze. Ihr seht, sie passt wie angegossen. Kannst du noch umziehen oder so? Ne, umziehen mache ich jetzt nicht. Ich zeige die Sachen so. Warte mal, Lene, das wird zu viel. So, und diese tolle Jacke und das Kleidchen darunter hat Elfriede beim letzten Mal schon geschickt. So, nimm mal dein Baby zurück. Das ist auch von letztem Mal, ne? Die Schuhe ja, und das Kleid. Okay, dann kommen die einmal eben weg. Weil nein, die Kleider da drin sind... Ach so, okay. Bitte nicht die Tasche auspacken, die habe ich selbst eingepackt und das war obermega schwer. Ich mache das trotzdem. Die ist auch ein bisschen zu prall gefüllt. Wenn ihr das zu voll macht, dann kann der Reißverschluss... Da, guckt mal. Dann poppt der so in der Mitte auf. Also, wir haben hier... Das ist auch neu. Nee, das war von letztem Mal. Nee, das ist neu. Nee, das war von letztem Mal. Nö, das ist doch, neu. Daran erinnere ich mich. Das hier ist neu. Genau. Da, ein neues Jeanskleid mit einer schönen roten Borte. Dann... Du kannst ja aufmachen. Ja, ich weiß. Ach so, liebe Elfriede, ich habe dir ja eben das Auspackvideo der Kinder geschickt. Und da ist ja was abgefallen. Wir glaubten, es sei etwas abgefallen. Ich wollte dich beruhigen. Es ist nichts abgefallen. Wir haben ein Rückstück von so einem Druckknopf mit da drin gehabt. Brauchst du den? Fehlt dir da jetzt einer? Wenn dir einer fehlt, dann schicke ich dir den nämlich einfach zurück. Weil ich kann jetzt so damit natürlich auch gar nichts anfangen. Ich würde ihn dir einfach schicken. Da drin sind auch noch neue Sachen. Ja, warte, so schnell bin ich gar nicht. Moment. Dann haben wir hier Puppensöckchen oder Schuhe. Maus, nicht immer hier gegen stoßen, weil dann wackelt da oben das Handy und dann wird das Video ganz wackelig. Dann wird den Zuschauern schlecht. Naja, eigentlich nicht wirklich. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer sage. So, pinkfarbene Söckchen oder Schuhe. Gelbe Söckchen. Okay, gelbe Söckchen. Die sind immer mit so Schleifen. Ach so. Okay, jetzt verstehe ich's. Ja, die müssen wir noch einmal auseinanderfrickeln. Und dann haben wir hier so herbstliche Söckchen. Ja. Ich lege mal eben alles irgendwie hier rüber. Einen Moment mal eben. So, weiter geht's. Dann gab es diese wunderschöne Tasche dazu. Hier vorne mit einem extra Fach. Und hier ist es dann mit einem Sternchen. Da ist die Kamera mit einem Sternchendruckknopf verschlossen.
Guck mal, diese süße Bordüre hier. So, da rein hat Marlene jetzt die ganzen, Emilia, die ganzen anderen Schätze verpackt. Und zwar ein neues Kleidchen. Hinten mit Knopf. Und zwar, guck mal, was für einer, wie niedlich. So. Jetzt kommen die Mützen. Genau, danke. Dann dazu passend, Moment, die hier, ne? Ja. Ja. Darf ich ganz kurz? Hier, diese Mütze dazu passend. Und beim letzten Mal hatte Emilia aus der gleichen Wolle, Moment, hier sind ein paar Fäden, genau, so eine Weste bekommen. Und das passt alles zusammen. Genau. Und das war genau. Ach, jetzt habe ich sie auf links. Ja. Dafür hast du andere. Mhm. Da auch wieder mit den hübschen Knöpfen. Also ein ganzes Outfit. Ja. In sich zusammenstimmig. Hier, du kriegst deine Weste wieder. Das packe ich da gleich wieder rein. So. Und diese Mütze war heute noch dabei. Die ist gestrickt. Ach, guck mal mit. Ah, hier ist so schlechtes Licht. So, so sieht man sie gut, finde ich. Hier mit so einem, ich erkenne es leider nicht genau, welches Muster das ist. Ich glaube, es ist ein Schachmuster. Ja, das geht nicht, dafür müsste ich die Kamera runter machen und dann die Lampe müsste von hier oben kommen. Aber es tut nicht. Pfeilmuster. Auf jeden Fall schön. So, die hatte sie ja letztes Mal schon dabei, die finde ich auch richtig toll. So, Marlene, dann verpacke ich deine Sachen eben. Jetzt möchte sie nochmal Hallo sagen. Ja, dann ganz fix. Hallo. So. So, weiter geht's mit Emilias Puppe. Da war also diese hübsche neue Mütze mit dabei. Passt wie angegossen. Und dann diese total schöne Jacke mit der blauen Borte und diesen, so seht ihr es vielleicht, die Zebraknöpfe. Richtig schön. Waren die Socken auch heute dabei? Ja, die waren auch heute dabei. Da. Frische neue Söckchen, die passen auch wie angegossen. Warte mal, wenn ich so richtig stramm ziehe. So, jetzt passen sie wie angegossen. Du kannst die Jacke auch ruhig ausziehen und sieht man das ganze Kleid. Das Kleid haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gezeigt. Nee, das ist ein neues. Ach so, gut, dass du es sagst. Nicht so aufs Handy pusten, Maus, weil dann knistert das so komisch hinterher. Oh, ist das schön. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Ihr wart so schnell beim Auspacken. Ja, nochmal ein hübsches Jeanskleid mit Pink und dann hier wieder so eine tolle Häkelbordüre dran. Sieht richtig schön aus. Machst du jetzt nicht wieder zu? So, ich lege sie nur zur Seite. Okay. Ja. Was war denn noch neu? Das ist von letztem Mal. Ja. Na, die habe ich schon alle gezeigt von letztem Mal. Die wollen wir jetzt nicht nochmal zeigen. Ja, aber bei Marlene hast du das auch gemacht. Das gab es beim letzten Mal. Genau, das finde ich besonders schön. Ich auch. Oh, Maus, auch du, bitte nicht immer hier gegenstoßen. Ja. Das ist sehr empfindlich. Dann dieses total schöne Häkelkleid. Genau, Häkelkleid. Jeanskleid und das Rosenkleid. Aber es ist alles von letztem Mal. Genau. Die habe ich schon gezeigt. Darf ich? Ich mach. Oh ja. Mein erster Babyborn-Rock. Ein Puppenrock, ne? Ja. Das ist richtig schön geworden. Tolle Idee. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Rock für eine Puppe zu häkeln. Klasse. Und noch diese Mütze. Die war aber schon beim letzten Mal dabei. Okay. Aber ich möchte nicht alles von letztem Mal zeigen, ja. Maus, weil das habe ich ja schon gezeigt. Das war von letztem Mal. Genau. Die war das ist auch neu, oder? Neu. Einmal grüne Socken, einmal pinke Socken. Ja, und die blauen haben wir schon gezeigt, die hat genau. Die Puppe an. So, das sind die Schätze, die liebe Elfriede für meine Kinder gemacht hat. Tschüss! So, dann ab nach oben mit dir. Pack dir deine Sachen hier so zusammen. Kriegst du die so mit? Ja. Okay, fall nicht. Super. So. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach genau, ich habe noch ein Päckchen, ein letztes hier. So, ja guck, dann hab ich's euch jetzt doch noch zeigen können. Also die Kinder sind total begeistert und spielen oben mit ihren Puppen. Ich glaube, die haben noch nie so viel mit ihren Puppen gespielt, wie seitdem sie jetzt so viele Kleidung eben für ihre Puppen auch haben. Da wird angezogen und ausgezogen und spazieren gegangen und ach, es ist richtig schön.
auch was Weiches. Genäht! Sie hat schon wieder genäht. Ach nein, du hast mir noch so eine tolle große Tasche genäht. Oh, wie cool. Und hier sind einzelne Taschen vorne. Das ist super. Das war nämlich das Einzige, was mir ein bisschen gefehlt hatte, um mein Handy in diese andere Tasche zu packen. Ich hatte das dann immer lose innen drin liegen. Aber jetzt, guckt mal. Boah, und hier auch. So ein, ja, für meine großen Häkelarbeiten. Zum Beispiel für den Rock, den ich gehäkelt habe. Oder für die Decke, die ich gerade für Marlene stricke. Da passt dann alles rein. Plus außen Häkelnadeln, Schere, extra Wolle, Garne und so weiter. Cool. Oh, das war mein Bauch, der gerade rumort hat. Entschuldigt bitte. Richtig schön. Die Kombination finde ich auch ganz toll. Ich mag das. Ja, ein Riesenbeutel. Nur für mich. Yay. Danke, liebe Elfriede. Danke. Ja. Oh, was soll ich sagen? Ich bin wie immer sprachlos, wenn ich was von dir auspacke. Du machst das mit so viel Liebe und Herzblut und ich freue mich da einfach wahnsinnig drüber. Ja, wenn euch das auch so gut gefallen hat, dann schreibt doch einen lieben Kommentar für die Elfriede unten drunter. Vielleicht können wir sie ja auf Dauer dazu bewegen, dass sie mal einen eigenen YouTube-Kanal macht. Ich werde dich damit so lange nerven, Elfriede, bis du das machst. Ich finde, du solltest der Welt zeigen, was du kannst. Ja, ansonsten zeige ich es weiter der Welt. Ihr Lieben, abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, damit ihr immer up to date seid. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Macht euch eine schöne Zeit, lasst euch nicht unterkriegen. Richtet euer Krönchen und tanzt weiter. Tschüss!